Dobrze, Tadeusz! Hast du den Ding? Neues Firmenfahrzeug. Meine kaputte. Na kaufen. Aber wie viel? Oh, zu viel. Ja. Tadeusz, meine, das ist okay. Mahlzeit, moin, Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute bin ich leider nur alleine. Marc, nicht ganz alleine. Ja, nicht ganz alleine. Einer muss auch noch filmen. Tadeusz, Marius, alle sind da. Auf jeden Fall, Marc ist leider noch ein bisschen verhindert. Der muss noch ein bisschen arbeiten. Deswegen machen wir heute mehr oder weniger nur ein Update von diesem schönen Stück. Das ist eine Hercules Prima 2, soll es eigentlich sein. Die haben wir uns letzte Tage gekauft. Wir wurden auf jeden Fall eingeladen im Klimansland fürs Mofa-Rennen und die haben gesagt, Mofa ist Pflicht, 50 Kubik ist auch Pflicht. Wir wissen noch nicht ganz sicher, oder da stand, man darf das Ding komplett frisieren, außer dass es 50 Kubik haben muss, den Originalzylinder. Ich weiß ja nicht, wenn man an einem Originalzylinder rumfeilt, ob das da noch zählt oder nicht, aber das klären wir lieber vorher ab, bevor wir es machen. Auf jeden Fall werden wir das Ding ein bisschen verschönern, oder was heißt verschönern? Verbessern. Das kann ich was mal direkt holen, oder? Als erstes haben wir, da es ja ein Mofa-Rennen ist, auf dem Acker, haben wir uns diese schönen Reifen gekauft. Irgendwelche Stoppelreifen, die kommen auf jeden Fall da drauf, dass wir ein bisschen mehr Vortrieb haben. Und wir wollen die Übersetzung ändern. Müssen wir noch gucken, wie das klappt, was wir oder wie große Ritzel wir kriegen. Hinten das Ritzel größer machen und vielleicht vorne sogar auch noch größer. Nee, kleiner, sorry, kleiner und hinten halt größer, dass wir halt von der Endgeschwindigkeit langsamer werden, aber dadurch halt mehr Drehmoment haben oder sprich mehr Anzug, weil man fährt ja eh nur im Gelände rum und da ist ja das Wichtigste, dass man Anzug hat und alles andere, Endgeschwindigkeit, lohnt ja eh nicht. Zu meinen Zeiten, was ja eigentlich mal so lange her ist, wo ich noch Mofa gefahren habe, meine erste Mofa hat glaube ich 100 Euro gekostet und lief. Ja, die waren alle so um den Dreh. Dafür haben wir jetzt schon, ich glaube, 770 Euro für bezahlt. Und wie man sieht, ist es halt eigentlich eine totale Bastelbude, womit man auch nicht über Straße fahren dürfte. Aber der Typ war ganz korrekt. Der hat auf jeden Fall ist dann mit irgendjemand nach Holland gefahren mit der Clique. Er sagte, hat immer gelaufen, das Ding lief relativ original, ich glaube P3-Krümmer und so hat er drauf gehabt, aber war jetzt kein Raser. Ist eigentlich genau das Richtige für uns, weil wer sich mit den Preisen auskennt, weiß, dass nach oben allmählich keine Grenzen mehr sind. Ja, für die Leute, die uns auf Instagram folgen, die haben das Moped natürlich schon gesehen, wo wir es abgeholt haben. Also, schaut schnell vorbei und folgt uns. Wenn das Ding mal laufen würde. Naja, auf dem Acker geht die jetzt nicht ganz so ab, auf Straße eigentlich auch nicht, aber auf jeden Fall, man merkt hier, wenn man so anfahren will, ist das halt eigentlich viel zu träge. Wir brauchen halt, wenn wir da unser Rennen fahren, brauchen wir halt richtig Anzug, dass wir halt vorankommen und Endgeschwindigkeit zählt eh nicht. Ja. Wir müssen auf jeden Fall da ein bisschen was dran tun. Werden wir wahrscheinlich in diesem Video machen. Wir müssen erstmal Teile dafür bestellen. Aber ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch so für Tipps habt. So diese Tuning-Geschichten von früher mit anderen Krümmer. Ich weiß, ich habe auch schon eine Rennschleife und so gesehen. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben und Vergasergröße und so. Ich meine nämlich, jetzt ist hier schon ein 12er drauf, was ja auch schon mal ein bisschen mehr Leistung bringt. Aber ich denke mal, irgendwie ein 13er Vergaser oder so. Aber schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr machen würdet, damit wir ein bisschen Leistung kriegen. Win, win. So viel Leistung, der Kreuz über der Reise. Das
Ein Rennen fahren. So, Thaddäus hat uns gerade aufgefordert, ein Rennen zu fahren gegen seine Rennmoped. Ganz viele Leute haben gefragt, dass wir eigentlich auch Flüchtlinge sind, die hier wohnen und so. Achso, nee, sind's nicht mal. Nein, sind's einfach nicht. Das sind Saisonarbeiter. Thaddäus ist ein Pole, der ist eigentlich so ziemlich das ganze Jahr hier. So, was ist jetzt? Warte, und? Warte. Kann nicht. Dann geht Thaddäus doch wohl mehr ab, aber ich glaube, der hat auch ein leichtes Gewicht. Aber auch krass, So, nochmal im Laufen im Motor. Ja. Also, und Mario ist gut? Ja. Ja, Thaddäus ist gut, ne? Ja. Vollgas. Seine ist auf jeden Fall deutlich schneller. Scheiße. Würde ich mal ändern, brauchen, ne? Müssen wir gerade sagen. Jetzt ist eine Kiste Bier gewonnen. Ja. Tadek, wir müssen hier Sabotage machen und dann nochmal. Ein bisschen. Sabotage und dann. Maschine ist gut. Stop. Stop schon. Jo. So. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall gemerkt, dass wir zu langsam sind, weil das kann ja eigentlich nicht angehen, dass der uns abzieht. Auf jeden Fall, wir fangen erstmal mit den Reifen an. Dann müssen wir nämlich erstmal mal abklären mit dem Motor und so, was wir daran jetzt machen dürfen und nicht. Und wir müssen noch ein paar Teile bestellen, Krümmer und so. Aber da könnt ihr gerne direkt in die Kommentare schreiben, weil das Video kommt für uns gesehen jetzt übermorgen. Also da warten wir noch mal eben drauf ab. Vielleicht kommen noch ein paar super Ideen. Danach werden wir die paar Teile bestellen, damit wir ein bisschen Leistung haben. So, wir haben bis jetzt einen Reifen erst drauf. Hinten warten wir erst noch mal auf ein neues Ritzel und so. Mal schauen, was sich da so ergibt. Sonst müssen wir es doppelt alles zerlegen. Ein bisschen Farbe kann das Ding vielleicht auch noch vertragen, dass wir ein bisschen auffallen. Könnt ihr auch noch mal gerne schreiben, was wir da machen sollen. Auf jeden Fall seid gespannt, was wir noch so damit machen. Ja. Das ist ein Elektromotor an die Pedale eigentlich. Naja, auch wenn ich mal nicht dabei war. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Wie gesagt, Stefan hat es auch schon gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, was wir auf jeden Fall noch durchführen werden. Ich denke, Stefan ist jetzt entlassen. Wir machen Feierabend, wir trinken uns dann erstmal richtige Bierlänge. Lasst einen Daumen da, abonniert uns weiterhin fleißig, so wie bisher. Instagram, TikTok, ganz wichtig.